Heute machen wir Tascherl vom Kürbis mit Datteln und süß-saurer Pilzsauce. Beginnen tue ich aber mit dem Teig. Der besteht aus Mehl, Maizena, heißem Wasser und einer Prise Salz. Die ganzen Zutaten werde ich jetzt einmal richtig gut miteinander verkneten. Sobald ihr den Teig so schön geknetet habt wie ich, gebt ihn in eine Frischhaltefolie und lasst ihn einfach für ca. eine halbe Stunde ruhen. In der Zwischenzeit machen wir uns die Füllung. Dazu gehe ich einfach her und tue einen Kürbis kleinwürfelig schneiden, Karotten ebenso, schmörgel das Ganze in einen Topf an, löscht es an mit einem Gemüsefond für ca. 20 Minuten, bis das Gemüse weich ist, und dann schmecken wir das noch mit Salz und Pfeffer an und füllen es in unsere Tascherl. Füllung habe ich jetzt richtig gut zusammengekocht, sodass eigentlich überhaupt keine Flüssigkeit mehr da ist. Wer noch frische Kreidel dazugeben will, überhaupt kein Problem. Jetzt gehen wir her und dann unseren Nudelteig fein ausrollen, stechen das Ganze mit dem Ausstecher aus, setzen die Füllung ins Zentrum, bepinseln rundherum das ganz leicht mit Eiweiß und schlagen unsere Tascherl zusammen. Für jedes Gericht ist natürlich auch die richtige Sauce. Ich zeige euch jetzt meine süß-saure Pilzsauce. Da gehe ich einfach her und tue die Champignon leicht würfelig schneiden, brate das Ganze in einen Topf mit ein bisschen Butter an, lösche das mit Gemüsefond an, verfeinern tun wir das dann noch mit ein bisschen Sojasauce, Honig, Zitrone und Ingwer. Danach lassen wir das für ca. 5 Minuten leicht köcheln und schon haben wir die perfekte Sauce für unsere Tascherl. Damit die Sauce einen richtig guten Geschmack kriegt, müssen die Champignons mindestens die Hälfte von ihrem Volumen verlieren. Das Geheimnis von meinen Tascherl ist, wir tun es nicht kochen, sondern wir braten das Ganze an. Das heißt, in der Pfanne gibt es einen Schuss Öl, lasst die Tascherl auf jeder Seite gut braun für ca. 1 Minute anbraten, danach löschen wir es mit einem Schuss Wasser an, Deckel drauf, kurz dämpfen lassen die Tascherl und schon sind sie fertig.